Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Psychonauts. Wir waren stehen geblieben in diesem komischen Theater. Ja, wink den Publikum, Raz, winke ihm, denn das Publikum liebt dich. Also ich tu's. Und auch wenn nur wenige meinen Kanal und meine Let's Plays bisher schauen und auch nur wenige kommentieren, jeder Einzelne, der mir bisher kommentiert hat, jeder Einzelne, der geliked hat, der abonniert hat, ich möchte mich bei euch bedanken, denn jeder Einzelne ist für mich schon wichtig und das Ziel, denn ich möchte gar nicht unbedingt von heute auf morgen 5 Millionen Views, Abos. Für mich ist das alles ein Spaß und ich habe da Freude dran, das zu machen. Ich habe Freude daran, dass es einigen gefällt. Ich denke, im Moment gehe ich noch in der Masse unter, weil ich mich nicht hervorhebe. Ich denke, ich werde mich auch nicht so wirklich hervorheben, denn ich habe halt noch einen eigenen Job und möchte auch nicht unbedingt hauptberuflich YouTuber werden. Ich mache halt Videos, wenn es mir Spaß macht. Hoffe, dass ich hier regelmäßig das einhalte, meine Videos hochzuladen. Und habe auch schon im Hinterkopf ein paar neue Projekte. Broforce ist ja jetzt beendet, deswegen gibt es jetzt im Moment auch nur Psychonauts. Es wird bald aber schon, wenn nicht sogar jetzt gleichzeitig, wieder neue Videos aus einem anderen Let's Play geben. Und zwar ist dieses Konzept hier ja ein Let's Remember. Und es bedeutet, dass ich hier halt Spiele spiele, die ein bisschen älter sind, die in Vergessenheit geraten sind eventuell, die vielleicht auch nicht alle kennen. Ich denke, es sind viele, die... Naja, sagen wir anders. Es gibt wahrscheinlich jedes Spiel schon als Let's Play. Let's Player wachsen an Bäumen wie, keine Ahnung, Äpfel. Also das ist... ja, und gerade Minecraft und Co., GTA 5, jetzt gerade The Witcher, wird immer wieder Let's Played. Ich werde auch aktuelle Spiele demnächst anfangen, 1-2 zumindest, und mal testen, wie das läuft. Möchte aber trotzdem auch jetzt Psychonauts, weil es ein Herzensprojekt ist, zu Ende spielen, und wir fangen da jetzt mal mit an. Ich schwafel auch gar nicht weiter. Wir legen mal diese Kerze ein. Ich glaube, wir müssen sie auswählen. Und... sie ist drinne, ich bin gespannt. Nun, wie zünde ich eine Kerze an? Ach, dem Lack. Ah, alles muss man hier selber machen. Eine Sache fehlt uns da unten aber noch. Naja, gut. Okay. Rührt euch, Leute. Bonita Soleil betritt gleich die Bühne. Blumenmädchen auf Position 1. Und Action! Meine Damen und Herren, heute Abend spiele ich die wunderbare Gloria von Guten, die berühmte Schauspielerin. In einer nostalgischen Reminiszenz an ihren Durchbruch in dem Smash-Hit-Musical. Sonnenscheinschwindel! Und wo wäre Gloria heute ohne ihre Muse? Ihren Sonnenschein. Den Geist ihrer Jugend. Heute Abend wieder gespielt von Bonita Soleil. Oh, ich hoffe so sehr, dass meine Mutter stolz auf mich ist. Nicht schon wieder. Das Phantom. Ich hab schon viele miese Stücke gesehen, aber das hier ist eine Bedrohung und es ist nur ihre Schuld. Ihr schlechtes Spiel lässt das Phantom zuschlagen. Diesmal gibt's eine formelle Beschwerde und dann wird das Theater geschlossen. Toll, ich geh mich mal eben kurz umbringen. Ich will auch mal konstruktive Kritik üben. Kind, willst du ein gutes Stück sehen, dann komm zu mir. Ich habe dir ein Skript, das haut alle um. Versprochen. Hey, Vorsicht! Das ist die manuelle Stimmungskorrektur. Damit stellen wir die Stimmung für das Stück ein. Nicht dran fummeln, sonst gibt's fröhliche Stücke mit traurigem Bühnenbild und umgekehrt. Totales Chaos. Oder noch schlimmer... Improvisation! Also, was immer du tust, spiel nie mit der manuellen Stimmungskorrektur, sonst passieren die merkwürdigsten Sachen. Ich glaube, Becky erzählt mir nicht die ganze Wahrheit. Ich sollte ihr mal die Meinung sagen. Okay, wir werden natürlich daran rumspielen, aber erstmal gehen wir hier runter. Bravo, Hund! Wurf, wurf! Genau, wurf, wurf!
welche Rolle spielst du? Hey, welche Rolle spielst du denn? Ich habe viele Statistenauftritte und manchmal spiele ich den Mann auf dem Postschiff. Eine kleine Rolle, aber mein Agent meint, das wird der Durchbruch. Bravo, Hund. Wuff, wuff. Sing, Vögelchen. La, la, la. Sehr gekonnt. Wo zur Hölle? Wenn ich hier hintergehe, was ist denn... Aha, aha. Okay. Und da ist irgendwie so ein Portal? Kann das sein? Wo komme ich jetzt raus? Ach nein, das ist die nächste Sequenz. Ja, ich könnte mir vorstellen, woher oder wer das Phantom ist. Ich könnte mir vorstellen, das ist die Mutter. Ohne jetzt mal zu spoilern, das ist meine Vermutung. Wie jetzt? Auch das Wasser? Es kann ja nun wirklich keiner ahnen, dass auch gespieltes Wasser... Naja, egal. So, was ist denn... Kommen wir denn da hoch? Gar nicht? Ich frage mich, ob wir jetzt diese ganze Sequenz hier durchspielen müssen. Dieser Hund hier, ne? Wow, rau? Nee. Sind wir wieder hier? Niemand. Ich hoffe, meine Mutter ist stolz auf mich. Und nun Vorhang auf. Okay. Hossa, für wahr. Welch süßer Duft erfüllt die laue Luft. Lasset uns wirbeln und glücklich sein. Sei umschlungen, ewig junger Baum der Liebe. Jauchzet und frohlocket, denn der Lenz bemächtigt sich unser. Des Maiengeist ist spürbar längst. Hurra! Maibaum! Ich hätte dieses Let's Play ein bisschen zügiger vorantreiben müssen, dann hätten wir dieses tolle Sequenzchen zum 1. Mai gehabt. Naja, ist glaube ich jetzt auch nicht unbedingt notwendig, oder? Okay. Wir müssen gegen... Na, kommst du her. Gegen den Dings kämpfen. Gegen das Phantom. Aber wie? Wie kommen wir zu dem Phantom? Das ist da oben. Wie kommen wir da hoch? Ah, er ist jetzt auch wach da oben. Warte mal. Ich möchte mal mit ihm sprechen. Können Sie mir auf die Laufstege helfen, damit ich das Phantom erwischen kann? Ha! Da komme ich von hier aus nicht dran!
Es sei denn, es wird ein ganz besonderes Stück mit einem ganz besonderen Bühnenbild gespielt. Oh, aber was sage ich da? Das ist ja nahezu unmöglich. Vergiss es, das Theater ist dem Untergang geweiht. Aha. Also wir müssen ein spezielles Stück mit einer speziellen Stimmung, das hat man ja gesehen in diesem Schwenk. Hey, gucken wir mal. Warum sind Sie so hart zu Bonita? Ich will euch bloß vor diesem mysteriösen Phantom bewahren. Es greift nur an, wenn Bonita spielt. Wenn wir den kleinen Sonnenschein loswerden, könnten wir alle viel sicherer leben. Ich denke nur an die Kinder. Denkt denn niemand an die Kinder? Bonita wollte uns nur ein wenig Licht und Glanz bringen. Ha! Da glänzen ja meine Schuhe besser. Sie sollte besser gehen. Vielleicht kriegt sie ja noch einen Job als Nachtlicht. Wenn man nichts Nettes sagen kann, sollte man besser gar nichts sagen. Die Proteste des kleinen Jungen verlieren sich, obwohl von Herzen kommend, rasch in simpelsten Latitüden. Anderthalb Sterne. Ja. Warum verschwinden Sie nicht, wenn die Show so fürchterlich ist? Ich muss einfach hinsehen. Das ist wie bei einem Autounfall. Ein Autounfall, bei dem die Opfer nicht spielen können und die Sanitäter den Text vergessen. Aber auch da, liebe Leute, wenn ihr einen Unfall seht und keiner ist vor Ort, helft. Und wenn eine ganze Menge schon vor Ort sind, fahrt vorbei. Guckt also nicht, gafft nicht, macht nicht also, dauernd solche Fotos und stellt sie bei Instagram oder wo auch immer hoch. Dieses Stück hat Action, hat Wow, danke. Das war ja richtig nett. Nein, ich will mich nur halbwegs unterhalten fühlen. Geh, gib das Becky. Bestimmt findet sie Darsteller, die es ruinieren können. Das ist nämlich etwas, was mich extrem ankotzt im Alltag, dass es halt immer wieder Leute gibt, die gerade wenn es einen Unfall auf der Autobahn gab, auf der gegenüberliegenden Doppelfahrbahn, auf meiner Doppelfahrbahn zum Beispiel, da lieber ganz links außen fahren, um möglichst nah zu gaffen und Fotos zu machen. Ich möchte am liebsten diesen Leuten das Handy quer durchs Gesicht schlagen. Es ist, also sorry, ich habe schon oft Ersthelfer gespielt und, gespielt ist relativ, ne? Also, ich war schon oft Ersthelfer, muss sagen, es ist wirklich, wirklich wichtig. Das kann Leben retten. Das ist kein Spaß. Es ist wirklich, wirklich wichtig. Auch wenn es jetzt moralapostelmäßig klingt, aber bitte helft, wenn so etwas ist. Und wenn nicht, fahrt weiter. Ja, indirekt könnt ihr damit Leute töten. Die Leute hören mir zu. Ja, und ich gebe dir jetzt mal das Ding hier. Komm. Hey, du sagtest doch, wenn Bonita wieder spielt, ist da alles in Ordnung. Na gut. Ich habe das tödliche Phantom weggelassen. Ich dachte, du würdest dann abhauen. Aber ich bin doch Psychonaut. Zeig mir, wie ich auf diese Laufstege komme, auf denen er sich versteckt und... Da kommt keiner rauf. Obwohl, da gab es dieses eine Stück. Wir haben einen Heißluftballon an Seilen von den Stegen runtergelassen und dann wieder hochgezogen. Finde es oder irgendein anderes Stück und bring es mir. Ich gehe es dann mit den Schauspielern durch. Wir suchen hier verzweifelt nach neuem Material. Ja, da. Hey, was ist das? Ein neues Skript? Ritter der Freude? Seltsam. Es riecht nach Popcorn und vom Bühnenbild steht da auch nichts. Na gut, wir spielen es in dem Bühnenbild, das wir gerade haben. Ich meine, was kann da schon schief gehen? Ach, hier. Du bist mein Regieassistent. Benutze das Megafon, um das Stück nochmal zu spielen. Okay, neues Skript, Leute. Lasst uns proben. Und Action! Mutter, Mutter, was geschah dem Vater, den ich niemals sah? Ein tapferer Mann, ein edler Spross. Still, hörst du nicht sein mächtiges Ross? Okay. Du machst das echt toll, Becky. Danke. Entschuldigung, Mister, aber haben Sie noch mehr Skripte? Ah,
du weißt jetzt endlich, was gut ist und bettelst um den nächsten Brocken Qualitätstheater? Nicht wirklich. Aber wenn ich ein Stück finde, in dem die Kulissen auf eine bestimmte Art bewegt werden, kann ich damit die Laufstege erreichen und das Phantom bekämpfen. Oh, nun, dummerweise ist dies das letzte Skript, das ich an dieses Theater vergeude. Der Rest ist für den Broadway. Hm? Such mal in den Bühnenbildern und du findest garantiert ein paar fürchterliche Stücke. Aber damit kommst du garantiert auch nicht auf die Laufstege. Aber die sind sowieso zu gefährlich. Also lass es lieber ganz bleiben. Ah, such mal in den Bühnenbildern. Das heißt, wir müssen hier durchgehen, glaube ich. Das kennen wir ja. Wie kommen wir denn nur da hoch? Da oben ist ein Skript. Wie kommen wir da hoch? Verdammt. Vielleicht von da oben? Komme ich lustigerweise gar nicht hoch. Ah, wie komme ich denn da hoch? Ich komme hier auch nicht weiter. Was ist denn, wenn ich jetzt oben diesen Schalter umlege? Das habe ich ja nun auch noch nicht gemacht. Gloria müsste jetzt gut drauf sein. Gloria müsste jetzt gut drauf sein. Ah. Ring. Huch. Ich harre deiner, oh flüchtiges Postschiff. Wie ich danach schmachte, dass dein kräftiger Kiel die Küsten meiner Einsamkeit kreuzt. Das Postschiff kommt nicht für dich, Kleine. Das Postschiff kommt vielleicht nie, aber ich glaube, ich sehe den Postzug, der gerade in den Tunnel fährt. Postzug? Oh, welch ein Glück. Sicher bringt er einen Brief von meiner lieben Mutter, die mich vor so langer Zeit in diese Schule abschob. Ein Drache? Ah! Ein Drache, in der Tat. Du wurdest betrogen und verbrannt. Hervorragend. Ja, um genau zu sein, nein. Ah! Die greifen ja an. Scheiß die Wand an. Dass du aufhörst. Ich bin gleich tot. Oh, dieses... Nur das Theater selbst kann ihm was anhaben. Mhm. Oh, ich ahne Böses.
Willkommen in der Mädchenschule Heim Hagata zur langen, schmerzvollen Ausbildung in den Bühnendisziplinen. Aber ich will nicht Theater studieren. Meine Mami soll sofort kommen und mich nach Hause holen. Deine Mutter muss sich um ihre Karriere und ihren Liebhaber kümmern. Sie hat keine Zeit für eine hässliche Göre wie dich. Nichts ist lästiger als die Tränen eines nicht liebenswerten Kindes. Jetzt wird's Zeit für die Kunst zu leiden. Wow. Sorry, das musste ich gerade mal pausieren, weil... Wow, ich wusste es. Okay, wir haben Gott sei Dank... Was? Nein, ich bin da aus Versehen durchgelaufen. Nein. Oh nein, und jetzt müssen wir hier wieder von vorne. Wow. Ich will das nicht. Hier kommen wir, glaube ich, hoch. Kann das sein? Ja, das ist Skill, Leute. Da ist der Heißluftballon, mit dem ich die Laufstege erreichen kann. Wenn ich sie dazu kriege, ein Stück zu spielen, in dem er runterkommt, kann ich zu den Laufstegen schweben und das Phantom jagen. Ja, aber wie? Nein! Kann ich jetzt nicht irgendwas mit dem hier machen? Becky, können wir den Ritter der Freude nochmal sehen? Ja, an dem könnten wir noch feilen. Mutter, Mutter, was geschah dem Vater, den ich niemals sah? Ein tapferer Mann, ein edler Spross. Still, hörst du nicht sein mächtiges Ross? Ja, reite nur weiter, Sir Rabenvater. Die Erziehung deiner armen Tochter kann dir egal sein, Mistkerl. Ja, und während ich nicht weiß, was wir jetzt machen sollen, würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Folge von euch und würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn wir versuchen herauszufinden, wie es weitergeht. Allons-y!